den Daumen nach oben oder auch zwei. Hallo alle zusammen, heute machen wir eine ganz einfache, schnelle Nachspeise, gerade ideal für die heißen Tage jetzt. Besteht aus Chiasamen, dem Superfood schlechthin, und ein bisschen Papaya ist drin, ein paar Erdbeeren, und sieht dann so aus am Ende. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Für dieses sommerliche Dessert braucht ihr gar nicht viele Zutaten, einfach nur ein paar Erdbeeren, das aktuelle Superfood Chiasamen, Papaya, Xylit zum Süßen, etwas Zitronensaft, Vanille und Kokosmilch. Die Kokosmilch müsst ihr zuallererst mal gut schütteln und davon braucht ihr so um die 400 ml. Die kommen hier in einen Messbecher rein. Dann nehme ich die Chiasamen, wiege davon ungefähr 80 Gramm ab, süße das Ganze mit so um die 30 Gramm Xylit. Und für den Geschmack kommt dann noch Vanille mit dazu. Das war ungefähr so ein Teelöffel. Das wird auch wieder kräftig durchgerührt. Und dann kommt die Kokosmilch mit dazu. Das auch nochmal kräftig durchrühren, damit die Chiasamen schön quellen können. Und damit die quellen können, kommen die jetzt für eine halbe Stunde ungefähr in den Kühlschrank. Und zwar zugedeckt. Die Papaya habe ich hier etwas mit Zitronensaft gewürzt. Und noch ein bisschen Xylit dazu, damit es etwas süßer wird. Und dann auch noch ein bisschen Stevia, so ungefähr so eine Messerspitze voll. Und dann wird das mit dem Pürierstab einfach nur zu einem Mousse verarbeitet, geht auch richtig schnell. Und jetzt nehme ich die Erdbeeren, die sind einfach zur Dekoration da, die habe ich geputzt und geviertelt. Und darauf, damit das Ganze noch etwas schöner ausschaut, gehörten eigentlich Pistazien. Aber die habe ich vergessen zu kaufen, also habe ich Paranüsse genommen, schmeckt auch ganz lecker. Und so sieht dann die Chia-Creme aus, wenn die gequollen ist. Und jetzt nehmt ihr euch einfach nur ein Glas, am besten vielleicht ein bisschen kleineres als ich hier. Gebt unten eine kleine Schicht Papaya-Mousse rein, oben drauf die Chia-Creme und die Erdbeeren zur Dekoration. Und dann kommen dann noch die Paranüsse oder wenn ihr habt, Pistazien noch mit drauf. Und so sieht das Ganze dann fertig aus. Hier ist die fertige Papaya-Chia-Kokos-Creme, garniert mit ein bisschen Erdbeeren und ein bisschen Paranüssen. Mal gucken, ob das schmeckt, was ich fabriziert habe. Ist ein bisschen komisch zu essen. Meine Gläser waren leider ein bisschen zu groß, aber Hauptsache schmeckt. Ja, die Chias harmonieren mit der Vanille. Und die Papaya kann man lassen, also. Gerade jetzt für die heißen Tage nach dem Grillen. Supi! Das war's auch schon wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Oder auch zwei. Ich würde mich freuen über Bilder eurer Kreationen. Die könnt ihr uns zukommen lassen über Facebook, Instagram, Twitter und Co. Oder schreibt uns doch einfach in den Kommentaren, was ihr denn gerne in dieser Nachspeise sehen wolltet oder welche Nachspeisenideen ihr habt, die wir gerne mal auf Low Carb umwandeln sollen. Hier links findet ihr noch... Links findet ihr noch unsere letzten beiden Videos und hier unter mir könnt ihr uns kostenlos abonnieren. Würde mich freuen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!